So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Mario-Video. Und zwar 120 Sterne. Was passiert dann eigentlich? So, ich habe, wie man oben rechts sieht, alle 120 Sterne gesammelt. Und dann ist tatsächlich die Kanone hier draußen offen. Weiß man vielleicht, die ist immer geschlossen. Bei 120 Sternen öffnet die sich. So, und damit kann man sich aufs Dach des Schlosses katapultieren. So, und wer wartet hier hinter dem Turm? Da ist er! Der gute alte Yoshi! Was hat denn Yoshi zu sagen? Na komm. Hey Mario, seit unserem letzten Abenteuer ist viel Zeit vergangen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Man erzählte mir, dass ich dich hier treffen könnte, aber ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ist es wahr, du hast Bowser besiegt und alle gestohlenen Powersterne zurückerobert? Unglaublich. Und die Prinzessin? Du hast sie gerettet? Cool. Aber ich wusste natürlich, dass du es schaffen würdest. Nun habe ich noch eine spezielle Nachricht für dich. Danke, dass du Super Mario 64 gespielt hast. Du hast jetzt alle Sterne gefunden und damit das Spiel beendet. Aber wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Wir hoffen, sie wird dir gefallen, denn du hast das Spiel nochmals unter veränderten Bedingungen. Du kannst das Spiel nochmals unter veränderten Bedingungen spielen. Viel Spaß. Es könnte sein, dass du dabei neue Entdeckungen machst, die dir bis jetzt verborgen geblieben sind. Das Super Mario 64 Team. Fantastisch, oder? Man kennt das ja auch schon aus Mario Bros., dass beim ersten Mal durchspielen, dann ändern sich die Gegnertypen. Bei Mario World war das ja auch so. Dass dann die Koopas auch kleine Marios wurden und so. Und ja, ich bin gespannt, was sich jetzt hier verändert hat. Also, die Gegnertypen sind hier gleich, wie man sieht. Allerdings wurde der Dreiersprung jetzt hier durch... mit so einem Glitzereffekt ausgestattet. Das ist auf jeden Fall neu. Der Pinguin ist um einiges gewichtiger. Was ist denn mit ihm los? Guckt ihn euch an. Dann bin ich runtergefallen. Ja, ein paar Veränderungen sind auf jeden Fall da. Wenn ihr noch mehr Veränderungen kennt, könnt ihr ja das ja irgendwie gerne unten kommentieren. Würde mich mal interessieren, was noch so alles geändert wurde. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mario 64 Video. Haut rein, ciao, ciao.